okay. Habe ich gerade High Ping, nur so zur Info, nicht wundern. Wir sind auf jeden Fall parallel zueinander gefahren und ich bin keiner mehr gefahren. Großartig über. Also holen wir uns ganz kurz mal dieses Nachtsichtgerät, was uns der liebe Herr Polizist empfohlen hat. Ich muss sagen, ein bisschen. Oh, egal. Ein bisschen finde ich ja dieses Taskforce-Speak-Teil ja schon irgendwie geil. Aber vielleicht sollte man. User left your channel. Vielleicht sollte man dafür noch ein bisschen die Range erweitern. Aber ich weiß ja. Man kann alles verbessern. Immer unter 50 km/h. Sind sie rausgeflogen, bevor sie wenden mussten? Also ich bin mehrmals bevor ich wenden musste. Herr Big Tasty? Jetzt, ist der da? Nee, wir mussten noch nicht wenden. Wir waren gerade in der Stadt drin und wollten rechts abbiegen. Okay, weiten Sie nur jetzt das. Leider nicht weiterhelfen. Am besten wenden sich an die Polizei, die wird Ihnen da weiterhelfen. Oder an den Herren, Entschuldigung, ich habe Ihren Namen nochmal vergessen. Der Mann mit dem Bart, der gerade so nett war. Ja. Genau, von Mr. O'Fish. Das, wie soll ich sagen, das Spiel ist gecrashed. Der wird zu verraten. Achso, das war kommt der Office, der hier gerade vor mir stand, ja? Ja, ganz genau. Das sollte ich Ihnen kurz ausrichten. Ja, und alles wir wollten klar. Sie wegen dem Führerschein, bleib hier, wir wollten Sie wegen dem Führerschein noch was fragen. Ja? Ja, wir waren, in der Stadt drin, wir haben uns an alles gehalten, wir haben nicht die 50 km/h überschritten. Auf keinem Teil der Strecke. Gestorben. Und wir haben uns auch an die Regeln gehalten. Wir waren in der Spur und wir waren kurz vor der Kreuzung. Kurz bevor wir abbiegen wollten, sind wir rausgeflogen. Da war eure Zeit zu Ende. Nee, wir hatten noch Zeit. Wir waren irgendwie vielleicht bei einer Minute 40 oder so. Dann müsst ihr mal einen Screenshot machen. Ich kann euch jetzt erstmal so nicht anders sagen. Also macht Screenshot und meldet bei Frank, bei Frank Panderos. Weil er wird sich dann halt darum kümmern wollen. Weil ich bin halt nur in-game supportet, halt also helfen. Dann wo was, wisse, wo, farmtechnisch und sowas halt. Also. Oder wenn halt mal Neulinge sind, halt mal ein bisschen Ausrüstung hinlegen, was sie erst später kriegen würden eigentlich, weißt du? Dann werde ich das jetzt nochmal probieren. Herr Big Tasty? Ja? Bleiben Sie mal bitte kurz, ich habe was für Sie. Was? Sie haben etwas für mich? Ja, gucken Sie mal auf den Boden. Okay. Ja, das ist Lohrstöpsel, interessant. Das ist dein Nachtvisier, ist das? Radio EAPs. Interessant. Oh. Die muss ich, dem Herr Big Mac auch noch geben. Gut. Muss jetzt erstmal die Geld aus dem Markt aufzeichnen. Sie wissen doch sicherlich, wie teuer ein Auto ist, oder? Ja, also der Golf zum Beispiel, der Golf 2, wie er da hinten steht. Ja. Ist meiner. Er kostet knappe 4000. Er ist wirklich nicht teuer. Und hat 55 Platz. Aha. Was ist? Sie können auch natürlich 37.000 investieren oder 38.000 und können sich den Mercedes Sprinter holen, der hat 155 Platz. Was ist denn das nächstgrößere nach dem Golf? Ich gar nicht. Also ich bin mit dem Golf, weil er billig ist und hat viel Platz. Also die haben alle so, die kleinen Autos haben alle so in den 55er, 50er, 40er und so. Okay. Und fährt ordentlich, oder? Ja. Fährt ordentlich. Ordentlich, fährt vernünftig, ja. Alles klar. Ich meine, du kannst ja gerne vorher eine Probefahrt machen damit. Hast du einen Führerschein? Ja. Zeig mal bitte deinen Ausweis. Ja, alles klar. Gut, dann kommen wir mit, dann können wir mal zum VW gehen und dann kannst du mal eine Runde fahren. Wirst du ja sehen dann. Also was packt der 120? Ach, mehr.
120 locker ohne Shift. Obwohl ich mich wirklich sehr an die Regeln gehalten habe und bin jetzt auch irgendwie verletzt oder so. Ich bin verletzt, da kommen wir wirklich ein Medic in meinen Namen falsch. Gehört? Ja, ich war ja, ich ja, verletzt. Entschuldigung. Oh Mann. Oh, da war die Ampel im Weg. Ja, das war ein bisschen, ja. Ein bisschen die Augen aufmachen. Ja, aber sollen wir wirklich, ich will nachts fahren? Ich schaue jetzt in Night Vision. So. Mach Licht an. Denk daran, wir haben hier Deutschverkehr, ja? Mhm. Und denk an Blitzer, weil du kriegst jetzt die Blitzer aufgeschrieben. Ich nicht. Ist dein Pferd. Wie blinkt man denn? Gar nicht, mit dem Auto kannst du nicht blinken. Ah, okay. Das sind nur bei bestimmte Modelle. Okay, die Beschleunigung ist schon ordentlich. User left your channel. Gibt's hier einen Rundkurs, oder? Nee, es ist nur, weil da rausgeht. Hier links hinter bei nee, so meinte ich das ja sicher. Ich wollte jetzt sagen, an der Stelle hier. Ach so. Hättest du ruhig noch weiter geradeaus fahren können, also. Ist ja bloß eine kleine Probefahrt. So mal ein bisschen Feuer geben, ne? Also muss halt nur aufpassen auf den Blitzer. Ja, ich weiß ja nicht, wo welche sind. Ja, hier auf der Seite stehen glaube ich keine mehr. Ja, das war. Ich wollte ja bloß wissen, weil dann werden wir uns den auf jeden Fall kaufen gleich. Den gibt's in Rot, Schwarz und Weiß. Ah, okay. Pink wäre cool. Nein. Blitzer. Der Blitzer. Hä? 5 und... Ja! Ah, ist noch nicht weiter schlimm, der hat dir jetzt ein bisschen Geld abgezogen, ein bisschen XP, die du noch nicht hast. Doch, ich hatte 10 wegen der Führerscheinprüfung. So. Okay, und jetzt parkst du. Ja, aber woher weiß ich, dass hier 35 ist? Achso, vorwärts reinfahren, oder? Ja, fahr ruhig vorwärts rein. Es war 35 Limit und 37 bin ich gefahren. Ja. Obwohl wir schon bei 30 eigentlich haben, ne? Also hier ist eigentlich 30 Checker. Das weiß ich ja nicht, hier steht nirgends ein Schild. Oh, Herr Big Mac! Oh! Einmal bitte... Tag! Warten Sie mal kurz. Einmal bitte hinten einsteigen. User joined your channel. Ist da MacRap? Ich muss kurz hier... Ist der Herr O'Fish eigentlich wieder da? Denke ich. Liegt drin. Ah, oh, okay, ich geh mal gucken. Hi, das ist der MacRib. Ja, Herr Big Mac, ich bin auf dem Marktplatz. Ah, das Auto ging auf jeden Fall ab. Aber da kann man auch nicht mit dem Händler, kann man hier fälschen, oder? Dass man das dann noch ein bisschen mit dem Preis runtergeht. Wobei ich sagen müsste, dass es hier nur Zivilisten gibt, die Namensvetter von ihm, also da muss irgendwie so ein da sein. Ich probier jetzt mal was. Okay. Ja. Jetzt kann ich eigentlich nur empfehlen, dir einen LKW ausparken, dann könntest du noch ein bisschen farmen und Geld verdienen, bevor du da dir einen eigenen holst und dann holst du dir gleich den großen Sprinter. Davon. Ja, das Problem ist halt, ich habe bloß 3700. Deswegen, ich gebe dir jetzt meinen LKW. Ah. Du farmst mit meinem LKW. Okay. Ich gebe dir dafür die Schlüssel, hat's bei dir auch schon wieder nicht funktioniert? Nee, wenn du auf T-Inventar da kannst, dann kannst du ihn dann schön verkaufen. Ich war gerade am grünen Ding. Also okay. Ich bin den ganzen Weg gefahren. Und schneller levelst du, weil du kriegst dann mehr XP. Und dann, als ich angehalten habe, bin ich auf dann muss ich hier mit meinen Kollegen reden. Weil ich bin schon auf diesem Landweg da, gell? Herr Big Mac? Ist bei mir schon abgebrochen. Herr Big Mac? Ja? Gucken Sie mal auf den Boden, da müsste ein Nachtsichtgerät liegen. Oh ja. Entschuldigung, Herr Sanitäter. Ja. Funktioniert wie das Endnachtvisier. Also ich habe es... Ah, oh, sehr cool. Ja? Oh, vielen Dank. Also ich habe das jetzt nochmal probiert mit der Führerscheinprüfung, es hat auch gut geklappt, ich habe gewendet, da an der eine schöne Kreuzung, später, dann bin zurückgefahren, war mal kurz vor dem grünen Zeichen, ja. Hab halt auf dem... Herr Big Mac,
stand da wieder, ja. Leider hast du es nicht. Der nette Herr hier bietet sein LKW an zum Farmen. Oh, das klingt aber nett. Wissen Sie was über den Herr O'Fish? Der Herr O'Fish, ich habe nur gehört, dass er irgendwie weg ist. Nur Sanitäter bin. Okay. Dann wieder. Vielleicht macht er gerade die Führerscheinprüfung. Sonst müsste ich da an die Polizei wenden. Weil im Teamspeak ist er. Also ich habe die Zeit hat bei mir gestimmt. Ich wurde nicht geblitzt und ich habe die Strecke nicht verlassen. Sieht aus. Wie lange hat sie denn gebraucht? Also sehr nettes Angebot, aber ich glaube, es reicht uns heute von der Zeit nicht mehr. Okay, gut. 4 Minuten oder 3. Oh. Es ist schon zu dunkel. Wieso? Ihr habt da Nachtvisier. Okay, gut. Das war gerade eine Anspielung auf. Vielleicht auch Kage. Also welche Geschwindigkeit muss man in der Nicht 50er Zone fahren? In der Nicht 50er Zone. Genau das. Also zumindest für eine Fuhre würde ich sagen, oder? Wir können eh nur, Nino, wir könnten eh nur Äpfel farmen. Aber ich hab noch keinen Führerschein und ich werde ihn auch nicht bekommen, weil das nicht irgendwie rumbackt oder so. Scheiße. Ja, aber ich habe einen Führerschein. Er hat einen Führerschein. Okay, ja. Warum nicht? Können wir wenigstens eine Fuhre machen. Ja, klar. Brauchen wir irgendwas zum Sammeln? Nur eure Hand. Die habe ich dabei, die ist immer aktiv. Ja. Wenn ihr wollt, kann ich euch da kurz hinbringen. Ich mach schon. Wo wollt ihr? Ich muss ja erstmal meinen LKW ausparken. So, ach du, naja, du bist ja auch noch dabei. Ich habe dich gerade gehalten, sorry. Ja, das ist kein Problem. Oh, ich bräuchte demnächst auch mal wieder was zum Essen. Ja, ja. Ist ganz wichtig, solltet ihr immer dran denken. Ihr könnt nachher die Essenspunkte skillen, dann habt ihr nachher weniger Essensverbrauch. Mhm. Müssen wir einsteigen? Natürlich. Herr Big Mac? Ja. Oh, ich sehe. Wo sollen wir denn den LKW später abstellen? Hier. Einfach hier wieder abstellen? Einfach hier in so eine Parklücke drin stellen. Aber hier auf der linken Seite, ja. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Ich hab ein Level abbekommen. Alter, hab ich mich erschrocken. Ich kann nicht aussteigen. Ich habe eine Fahrzeugversicherung abgeschlossen, also musste V drücken. Level ab. Oh mein Gott. Sollte das Fahrzeug zerstört werden oder kaputt gehen, ist es kein Problem. Was ich euch bitten möchte, nicht verkaufen. Okay. So. Sollen wir das einfach hier wieder hinstellen oder? Einfach hier davon hinter mein Auto das in den Park heben, da stellst du das einfach hin. Alles klar. Abschließen, ganz wichtig. Mit T. Mit U. Ist direkt daneben. Okay, vielen Dank, dann machen wir jetzt mal eine Fuhre. Bis später. Wartest du erstmal, wem soll ich jetzt den Schlüssel geben? Ich hab dem MacRap. Hier. Julian und ich gebe dem... Oh. Er hat keinen Führerschein. Macht ja nichts, dann hat er aber einen Schlüssel, falls du deinen verbummelst. Ah, okay. Gute Idee. Der hat 155 Platz. Mhm. Der Apfelfeld ist in die Richtung. Alles klar. Einfach hier am Marktplatz schön langsam vorbeifahren. Denk daran, da ist ein Blitzer. Ja. Und dann kurz vorm Apfelfeld kommt nochmal ein Blitzer. Okay, alles klar. Ich kann ja vorfahren und mich da hinstellen, wo der Blitzer steht. Hier am Marktplatz kennt er den Blitzer, ne? Ja, den kenne ich schon. Gut, dann fahre ich mal vor. Nehme ich dahinter, wo der zweite Blitzer steht. Okay. So, Juli? Ja. Stixen hat mir gesagt, wir sollen mal gerade TS wechseln. Okay. Fuck! Wie öffne ich nochmal mit U? Habe ich jetzt abgeschlossen? Ich habe jetzt abgeschlossen. User joined your channel.
Herr Big Mac? Nino? Ja. Okay. Ich höre den irgendwie nicht in, im Dingens, Juli. Auf dem anderen Test? Ja. Okay. Vielleicht ist der Mikro broke oder so. Ich höre dich nicht. Nee, das ist glaube ich... Das ist glaube ich ein Plugin. Sobald ich auf dem anderen... sobald ich auf dem... Alter... Juli? Hm? Du hast gerade das Stoppschild mitgenommen, gell? Mhm. Sobald du auf dem anderen TS... Sag mal an, wo ich hin muss! Warte, ich guck, ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt sind. Hey, meine Map ist so schwarz. Bitte? Rechts steht da. Oh ja. Oh, okay, alles klar. Muss ich mir merken? Warten Sie mal kurz, ich muss gucken, wo wir sind. Wo sind wir denn? Ah, hier, okay, okay, alles klar. Ist das normal, dass die Map so dunkel ist, in der Nacht ist? Ja, wahrscheinlich schon. Boah, die Raucheffekte. Oh. Oh. Aussteigen! Okay. Ja, und hier könnt ihr jetzt schön Äpfel sammeln. Oh, ey, wollen wir die Karte auch mal. Oh ja, ich sammle. Wie hast, das, wie hast du das gemacht? Aktion 10. Ich weiß nicht, wo du sie draufgelegt hast. Ah, okay. Genau. No. Wenn ihr euch umdreht und das noch macht, dann kann es sein, dass ihr euch das Inventar vom Auto mal kurz aufruft, hier von wegen repariert und so. Du mhm. musst halt Escape drücken, bis es weg ist. Okay. Oh ja, jetzt hab ich's. Dürft nicht so aus. Ich hin. Dürft auf jeden Fall nicht. Wir haben beide Y gedrückt, gell? Das ist eigentlich schon mal ganz gut. Mhm. Jetzt bräuchte ich nur noch einen Führerschein. Ja, wenn ihr jetzt verkauft das Zeug, dann macht ihr eher verkauftet. Ihr könnt natürlich auch so machen, ihr könnt natürlich halbe-halbe machen. Indem Ena die Äpfel sammelt und ich weiß nicht, was jetzt die Kirschen, die sind glaube ich auch Level 1 erst, wa? Ja. Ich habe ein kleines Problem und zwar ich habe nichts mehr zu trinken, glaube ich, langsam. Das ist wirklich ein Problem. Ich habe gerade mal gesagt, Essen und Trinken nicht vergessen. Was haben Sie denn gemacht? Weil Sie leuchten. Ja, ich habe die Taschenlampe. Ah, ich dachte, Ihr Herz leuchtet. Nee, ich hab hey, Julian, mach mal Nachtsicht aus, man sieht gar nichts. Ich weiß. Ah, what? Also das neue Nachtsichtgerät ist auf jeden Fall bombenmäßig. Oh, ja. Vor allen Dingen, du hast nicht nur diesen Kreis, du hast den Vollbild, ne? Ja. Ah, okay, ist das random, wie viele Äpfel man bekommt? Ja, das ist random. Allerdings der Nachteil an diesem Nachtsichtvisier ist, ich hatte das aber schon in einer besseren Optik, für den Lakeside-Server. War das richtig gestochen scharf, das Bild, weißt du? Mhm. So, aber hier ist es noch ein bisschen verschwommen, oder? Also finde ich. Ja, ich sehe es auch. Vor allem so an den Rändern. In der Mitte geht es ja, aber. Ja, genau, genau. Ich sehe gar nichts, Nino. Achso, doch an den Rändern. Ja, wahrscheinlich da, wo normalerweise die normale Brille aufhört. Kann ich mir vorstellen. So, du meinst, dass das eigentlich ein Kreis ist, wa? Ja. Genau. Für die normale Brille war ja eigentlich nur ein Kreis. Und ja, oder halt zwei so Kreise ineinander oder so. War ein Scope, war das so? War ein normales Scope von mir, ja. Ja. Ah ja, stimmt. So, wo sehe ich denn, wie viel ich immer Öl ins Haar habe? Oh. I. Ey, das ist das normale Inventar, die Äpfel siehst du da nicht. Ja, Z. Ja, ihr habt jetzt ein Level up, ne? Ja, ich hatte schon ein, ja. Gut. Müsst ihr kicken, dass ihr jetzt so schnell wie möglich 37.000 zusammenkriegt. Oder 32.000, was der Sprinter kostet. Mhm. Dann kauft ihr euch schnell einen Sprinter. Mhm.
Du machst den Führerschein noch schnell? Ja. Den musst du packen, Alter. Der ist eigentlich zu packen. ich weiß nicht, was ich falsch mache. Das ist das Problem. Nino, Herr Big Mac, ich bin beim ersten Mal an diesen Blitzen mit 140 vorbei. Wenn du es irgendwie wunderst, nicht kriegst. Ich bin den ganzen allerhöchstens gefahren. Warum legst du dich denn schon wieder hin, meine Fresse? Ein bisschen Gymnastik am Abend. Weil er die Taste verwechselt hat. Die ist nämlich genau die OEM 102. Ich muss die umlegen. Weißt du zufällig, was auf Q ist bei Arma? Q ist, da ist... Drehst du dich nach links. Deswegen, also im Heli zum Beispiel. Ah, stimmt. Bist du Makros auf deiner Tastatur? Bei der B-Taste funktioniert nichts momentan. Das heißt, man könnte es noch... jetzt auf größer als kleiner als gemacht. Genau. Das ist die OEM 102. Andere Tasten sich nennen sie nicht. Was ist eigentlich mit Herr Big Tasty und Herr O'Fish? Er hat mir gerade geschrieben, wo wir sind. Wir haben die voll vergessen. Beide, oder wie? Also Schnitzel ist irgendwie verschwunden, davon weiß keiner noch. Und Herr Big Tasty? Der hat mich gerade gefragt, wo wir sind. Okay. Ja, wir sind... WhatsApp. Per WhatsApp. Per Telefon, meinst du? Per WhatsApp. Dann mach doch einfach mal so, schreibt ihn doch einfach mal an über Z, wenn euer Handy geladen ist. Ja. Schreibt ihn über Z an und sagt ihm, welche Frequenz ihr funkt. Da habt ihr noch kein Funkgerät. Wir haben kein Funkgerät. Das ist natürlich ein Problem. Das ist das nächste, was ihr kaufen werdet. Ja. Das könnt ihr jetzt kaufen, ihr seid Level 1. Ja, wie gesagt, wir sind noch, wir sind jetzt quasi in die, oder zumindest in dem Umfang hier. Ich glaube am Ende dieses Arma-Projekts brauche ich eine neue Tastatur. Da geht meine größere kleiner Taste nicht mehr. Ja, das war irgendwie nicht irgendwann voll. Du brauchst ja auch nicht Spam, du brauchst ja einfach nur halten. Ach, warum muss man nur halten? Nicht Spam. Ich drück da wie ein Verrückter. Ja auch. Frag doch, ob es einen einfacheren Weg gibt, außer zu spammen. Ich bin's gewohnt von den früheren Servern.